So, moin und herzlich willkommen hier zu The Floshy. Ja, steht heute eine neue Kanalbewertung an. Und zwar von The Blue Controller LP. Ja, wer ist das? Wer kann das sein? Das weiß man nicht. Jo, dann gehen wir natürlich mal auf seinen Kanal, um zu gucken, wer er denn ist. So, blaue Let's Plays. Da fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Punkt an. Startet das Home-Video. Nein, gibt zwei Punkte. Ist der Kanal einladend? Ich würde ganz klar sagen, ja, ist er. Mir gefällt das Design von vornherein gleich. Lädt mich ein, hier Videos zu gucken, um halt weiter zu schauen. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar zu dem Design. Sind Effekte benutzt worden? Ja, sind es. Man sieht es hier knallhart beim Name. Man sieht es hier bei Mario, wurde weiß umrandet. Und das gibt natürlich schon zwei Punkte. Der Name ist perfekt leserbar. The Blue Controller. Okay, da fehlt aber jetzt das LP. Da habe ich ihnen zwei Punkte auch trotzdem gegeben, da man soweit den Namen sehen konnte. So, für die Farbe hat er nur einen Punkt bekommen. Liegt daran, da er nur blau benutzt hat und das hier unten einfach nur, ja, schwarz in den Übergang. Da gibt es trotzdem immer noch einen Punkt. Ja, dass da jetzt verschiedene Blautöne drin sind, ist ja nur eine Farbe, ist ja blau und das hat ja so denn nicht viel mit viel Farben zu tun. Gibt aber trotzdem immer noch einen Punkt. So, dann kommen wir zum Inhalt und zwar zu den Angeboten. Was bietet er wöchentlich so an? Ja, okay. Ja, kommen wir zu dem Inhalt Angebote. Was hat er da wöchentlich? Ja, da hat er zwei Punkte von mir bekommen. Aus dem Grund, er hat täglich, kann man fast sagen, er hat gestern einen Tag, zwei Tagen, vier Tagen, sechs Tagen. Also, da kommen fünf Videos in der Woche. Hier auch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs sogar. Also, es gab zwei Punkte. Nur konnte, hatte ich jetzt nicht gesehen, wie ist das Angebot. So, und dann wollen wir natürlich mal uns einen Part rauspicken, um zu gucken, wie seine Qualität ist. Ja, das mache ich aber jetzt natürlich nicht. Ich habe es vorhin gemacht und die Verbindung war so zum Kotzen, dass es stundenlang geladen hat. Ich konnte mir aber natürlich, da ich einige öfters mal ein, zwei Let's Plays gucke, weiß ich natürlich, wie die Qualität ist. Da kriegt er zwei Punkte. Er hat 27p. Okay, das reicht auch bei den Sachen, die er hier hat. Da 1080p, dafür kriegt er erst drei Punkte, aber dafür hat er hier keine Sachen, wo man sagen kann, ey, 1080p, ist da, klack, da gibt es drei Punkte. Aber er hat zwei Punkte gekriegt, das ist auch noch sehr gut. Und ja, dann kommen wir zum Commentary. Ja, da habe ich ihm zwei von drei Punkten gegeben. Finde ich ganz in Ordnung so. Okay, Nachteil ist vielleicht, weil er noch ein bisschen jung ist, dass seine Stimme halt noch so ein bisschen pipsig ist. Und ja, ich habe auch vorhin gelesen bei dem einen Video, das habe ich mir ja angeguckt, ich weiß gar nicht, das glaube ich war Let's Play Minecraft Hunger Games, das hier, und da schrieb dann einer runter, ich höre dich nur auf einem Ohr, und da schrieb er nur runter, ja, das waren Renderprobleme, tut mir leid, ich habe es mir angehört, da fragte ich mich, wo hat der nur auf einem Ohr gehört, also ich höre beides komplett auf beiden Ohren, perfekt, und ja, zwei Punkte natürlich, also er spricht auch flüssig, man versteht ihn und ja, ihr habt ihn ja bestimmt auch schon mal, okay, jetzt noch nicht, kommen aber bald Parts mit ihm auch hoch, er spielt auch bei mir mit Minecraft und ich bin froh, dass er da ist, er unterhält uns und ja, wir haben Spaß mit ihm. So, und dann kommen wir jetzt zu den extra Punkten. So, Extras. Benutzt er Thumbnails? Jo, man sieht das sofort auf einem Blick. Er hat Minecraft, Battlefield Heroes, Portal, Mario Kart, Naruto, hier hat er Burrito,
Bison Revenge. Also er hat Thumbnails benutzt. Also er benutzt die auch jetzt. Also er benutzt die halt. Ihr wisst, was ich meine. So, dann gucken wir mal zum nächsten Punkt. Links plus Beschreibung. Er hat eine Beschreibung. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Hier erwarten dich spannende Let's Plays, Commentaries, Reviews und so weiter. Wenn du Zeit hast, kannst du mir mal ein Feedback geben. Ich heiße Simon, werde aber meistens Blue genannt und bin ein sehr junger Let's Player. Aber ich denke, dass man auch in jungen Jahren die Leute unterhalten kann. Und ich versuche, das in meinen Let's Plays zu zeigen. Wenn dir mein Kanal gefällt, kannst du ja mal abonnieren und mir einen Kommentar hinterlassen. Ich sehe gerade, ich hatte ihn eigentlich abonniert. Ich frage mich gerade, wieso? Wieso bin ich bei ihm deabonniert? Ja, aber da habe ich vorhin ein lustiges Video gesehen, dass YouTube momentan gerne aktive Abonnenten löscht. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Also ich hatte ihn schon abonniert gehabt und komischerweise war es jetzt weg, deswegen habe ich ihn jetzt wieder abonniert. Jo, und dann kommen wir zum letzten. Kanäle plus Playlist. Ja, nee, ich habe ja noch die Links. Er hat hier 1, 2, 3, 4, 5 Links und alle funktionieren sie. Er hat hier sein Aufnahmeprogramm, da hat er einen Link zu Fraps. Hier hat er sein Headset, wo ich dachte, wow, das ist ganz schön. Das kostet, glaube ich, 109 Euro. Das können wir uns ja mal angucken. Und zwar ist es ein Sennheiser PC 33D 3D Game Headset. 120 Ocken. Jo. Also, wenn das mal nicht Qualität hat, also es sieht auf jeden Fall klasse aus, aber ich bin mit meinem Standmikrofon perfekt zufrieden. So, und dann kommen wir natürlich seinen Grabber, falls er mit der Wii aufnimmt hier, Skype und Steam. Bei Steam werde ich ihn auf jeden Fall auch nochmal adden. Und ja, dann kommen wir zum letzten Punkt. Wartet mal kurz. Entschuldigt, ich bin leicht erkältet, aber halb so wild. So, beim letzten war ich mir nicht so sicher, ob ich ihnen da wirklich 2 Punkte geben soll oder nur ein. Ja, kommen wir zu dem Thema. Meine beliebte YouTuber, er hat Kanäle drinne, aber er hat das komischerweise gesplittet, weil er das hier irgendwie komischerweise hat er ja nichts. Dementsprechend konnte er hier noch meine Lieblings-YouTuber und YouTube-Kollegen. Und da war ich zuerst, wow, ja, da wusste ich nicht, weil Playlist gibt ja einen Punkt und Kanäle einen Punkt. Und da wusste ich nicht, aber er hat ja Playlist, Kanäle hat er drin, aber dafür keine Playlist. Dementsprechend gab es dann nur einen Punkt. So, aber das ist halb so wild. Ein Punkt ist immer noch okay. Wenn er jetzt gar nichts vom... Ja, nee, ist klar. Kurz vorm Ende spackst du noch rum. Es ist okay, er hat was drinne und man kann sich nicht beschweren. Also ich finde ihn klasse. Ich spiele auch mit ihm Minecraft und bin sehr zufrieden. So, eine gesamte Zahl gibt es von 24 erreichten Punkten. Hast du 19 erreicht? Nee, warte, von 24 erreichbaren Punkten hast du 19 erreicht. So, wer letzte Woche schon geschaut hat, hat gesehen... Das ist nur momentan, oder letzte Woche nur 19 Punkte, meine ich, gab insgesamt. Jetzt habe ich hier gerade meinen schlauen Zettel nicht da. Oder habe ich schon, aber da steht, doch, genau, da gab es 19 Punkte. Ja, was war da noch anders? Ich habe... Farbe, da habe ich... Ja, wenn ich jetzt wüsste genau, wie viele Punkte ich wo gegeben habe, aber ich sehe gerade, da hatte ich noch Qualität und Kommentar zusammen. Links gab da nur einen Punkt, das gibt ja jetzt 2 Punkte. Und Angebot, nee, Farbe, 2, Name, Effekt, Start des Videos. Und genau, einladend habe ich ja auch noch, das habe ich ja auch neu dazu getan. Also die haben hier, wie viele Punkte waren das? Die hatten ja beide 12 von 19. Ich denke mal, mit den neuen Sachen werden die ein paar Punkte mehr kriegen. Und ja, dementsprechend fällt sich das natürlich dann auch wieder neu auf das Endergebnis auch nicht viel aus. Und ja, ich will einfach nur damit sagen, ich probiere noch rum.
Hab hier aber jetzt, glaube ich, das ist meine Endvorlage, die ich hier auf dem Zettel habe. Und ja, so dementsprechend werde ich bewerten. Natürlich kommt die Bewertung noch mit in die Kanalbeschreibung rein. Und ja, dann könnt ihr das so sehen. Ich hoffe, dir hat die Bewertung gefallen. Das war's von mir und The Blue Controller LP. Bye bye und tschüss.